Geschlechtern. Wenn ich auf der Straße, wenn ich Mann und Frau sehe, Männlein, Weiblein, ist es für mich einfach eine Herausforderung und ganz wichtig, ein Kleidungsstück zu machen, wo ich, und das ist für beide, egal ob das jetzt eine Jeans ist, ob das jetzt Oberteil, ob das ein paar Schuhe, eine Brille, egal was es ist, ich möchte einfach beide in demselben Teil letzten Endes sehen. Finde ich sehr interessant, dass, wir beide aus München sind. Raymond X und Patrick Moore. Ich hab die Schuhe gesehen und fand es einfach, fand den Schuh wahnsinnig gut und fand es eine Herausforderung, meine Details da irgendwie mit einzubinden. Und dann wollte ich auch noch Accessoires an diesem Schuh kombinieren, die man aber auch abnehmen kann und als Accessoires am Körper tragen kann. Und wie man jetzt hier sieht, bei mir ist das, kann man das so wunderbar als Accessoire tragen, einfach um den Hals hängen. Ebenfalls egal ob Mann oder Frau, es ist wurscht egal. Oder hier am Schuh. Und das da oben kann man wegmachen und dran lassen. Da war mir noch wichtig, das mit den Formen durchgehend zu machen. Zum Beispiel hier, das sind jetzt die Löcher für die Schnürsenkel, das sind keine Ösen, sondern das sind einfach nur ausgestanzte Vierecke. Dann die Schuhbandel in Leder, dann die erinnern auch an ein Viereck. Also dass sich das einfach so durchzieht.